Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys. Diesmal ein kleiner Produkttest. Und zwar habe ich mir vor kurzem mal ein paar teure Ölfarben, die beim Panzermodellbau sehr beliebt sind, hier von der Firma Abteilung 502 gegönnt. Bisher habe ich ja immer diese hier benutzt. Das ist ein 12er Set, schon ordentlich gebraucht, wie man sieht. Man sieht auch, wo ich es her habe und was es gekostet hat. Das sind 12 Tuben. 12 Milliliter und das bedeutet, pro Milliliter habe ich hier 2 Cent für Ölfarben ausgegeben. Das hier sind 6 Tuben, 20 Milliliter, also 120 Milliliter. Das Ganze habe ich jetzt gekauft bei Modellbaukönig, aber gibt es ja auch bei vielen anderen Händlern. Und hier sind wir dann statt bei 2 Cent pro Milliliter bei 19, also fast der zehnfache Preis. Und da ist die Frage durchaus berechtigt, lohnt sich das überhaupt? Muss man echt so viel Geld für Ölfarben in die Hand nehmen oder reicht der Kram hier? Und das wollen wir gemeinsam in diesem Video rausfinden. Kurz noch zum Preis. Klar, das hier ist jetzt so ziemlich das billigste an Ölfarben, was man überhaupt kriegen kann. Wahrscheinlich ist das irgendwelcher chemischer Müll, vermengt mit ein bisschen Öl und ein Hauch Pigmenten. Und hier sind wahrscheinlich wesentlich mehr Pigmente drin. Eine der bekanntesten Firmen für alle möglichen Farben, auch für Ölfarben, also für Künstler jetzt, ist sicherlich Schminke, mit CK geschrieben. Wenn das einer googeln möchte, der die noch nicht kennt, da habe ich jetzt gerade noch mal kurz vor dem Video nachgeguckt. Bei dem Künstlerbedarfsladen Bösner, die es auch online gibt. Wie bei so vielen richtigen Künstlerfarben, hängt es bei den Schminkefarben davon ab, welchen Farbton man nimmt. Denn unterschiedliche Pigmente kosten unterschiedlich viel Geld, weil sie unterschiedlich schwierig, teuer, aufwendig herzustellen sind oder selten vorkommen auf der Welt. Ist halt was anderes, ob ich jetzt, keine Ahnung, ein Karmesinrot brauche oder schnödes Sienna oder was weiß ich was. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, welche Pigmente besonders teuer sind und welche besonders billig. Ist aber auch egal. Jedenfalls bei Schminke, bei Bösner gibt es auch die Tuben in verschiedenen Größen. Um einen besseren Vergleich zu haben, habe ich jetzt mal die kleinste Größe genommen. Hier haben wir, wie gesagt, 12 Milliliter drin, hier 20. Die kleinste Tube von Schminke hat 35 Milliliter und kostet ab 6,10 Euro. Wie gesagt, je nach Pigment. 6,10 Euro sind da die billigsten. Nach den teureren habe ich jetzt nicht geguckt, aber es wird mit Sicherheit auch teurere geben. 35 Milliliter für 6,10 Euro, da sind wir bei 17 Cent pro Milliliter. Und damit schon sehr, sehr, sehr nah dran an Abteilung 502. Der Unterschied ist da verschwindend gering. Allerdings muss man auch dabei sagen, Schminke ist jetzt zumindest bei Bösner, nach dem, was ich so beim Überfliegen des Shops gesehen habe, der teuerste Ölfarbenhersteller, den sie im Sortiment haben. Also damit sind die hier sogar noch mal einen kleinen Ticken teurer als die teuersten richtigen Künstlerölfarben, die man jetzt in einem Shop, bei dem ich mal geguckt habe, kriegt. So viel zum Preis, jetzt wollen wir endlich mal sehen, was die können. Wie gesagt, die meiste Zeit habe ich jetzt die hier im Einsatz gehabt. Die haben mir gute Dienste geleistet. Ich hatte aber auch mal Ölfarben von Schminke und von anderen Herstellern im Gebrauch. Und die waren schon ein Stückchen besser als die hier auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir uns mal angucken, was die hier können. Das hier ist eine der Seitenschürzen des P1000. Und gerade bei so riesigen Flächen ist es echt notwendig, dass man da irgendwie Abwechslung reinkriegt, dass das interessant und aufregend aussieht. Und man sich nicht bei dem Modell langweilt und das Gefühl hat, man guckt ein Spielzeug an. Zum Testen der Ölfarben eignen sich wunderbar hier die Innenseiten, die sieht man hinterher sowieso nicht mehr. Das habe ich mit meinen billigen Ölfarben schon mal gemacht. An einem Bastelabend habe ich mich mal hingesetzt. Ja, hier im Licht, wenn man es schräg hält, sieht man es ein bisschen deutlicher. So fällt der Effekt fast gar nicht auf, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Also mit den billigen Ölfarben habe ich das hier schon mal getestet. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit den Abteilung 502 Ölfarben. Ich glaube, auch Naomi hat es sehr vermisst, auf YouTube zu sein. Eine kleine Maus? Ach du. Ja, so, aber wir wollten jetzt mit Ölfarben rumpanschen. Dazu noch mal kurz zu dem Set. Im Übrigen 22,50 habe ich gesagt, kostet das Set. Bei Modellbaukönig, woanders vielleicht billiger, keine Ahnung, muss man gucken. Die Einzeltuben bei Modellbaukönig 3,75 Euro. Wenn man das jetzt mal kurz durchrechnet, 22,50 Euro geteilt durch 6,
macht zufälligerweise 3,75 Euro. Das heißt, wenn man die Tuben einzeln kauft, kostet das exakt dasselbe. Diese Sets sind nicht unbedingt billiger. Zumindest dort nicht. Aber da ich sowieso mehrere direkt haben wollte zum Ausprobieren, habe ich mir da mal so ein Set gegönnt. Hier in diesem Lights and Shadows Mapping Technik Set sind drin Sepia, Buff, Olive Green, Ochre, Light Sand und Light Gray. Wie wir hier auch sehen. Und da arbeite ich jetzt mit dieser typischen Pünktchentechnik. Hier auf der Oberseite fange ich mit den hellen Punkten an, hier unten kommen die dunkelsten hin und arbeite mich dann von hell nach dunkel durch. Um von den Farben nach Möglichkeit nicht zu verschwenden, benutze ich das, was hier im Deckel rumklebt an Ölfarbe. Dann brauche ich mir das nicht auf eine Palette schmieren oder so und dann später die Hälfte wegwaschen, die ich nicht gebraucht habe, weil man kann es ja schlecht wieder zurück in die Tube quetschen. So, jetzt geht es nur noch darum, das Ganze mit einem Pinsel, der leicht feucht ist, mit Terpentinersatz zu verblenden. Ich streiche das obere ein bisschen mal nach oben, weil ich sonst hier am Rand gar keine Farbe habe. Der Pinsel ist auch ein bisschen sehr nass. So, das war die erste grobe Runde. Natürlich muss das jetzt noch so lange verblendet werden, bis es gut aussieht. Aber man merkt schon an manchen Streifen hier, wie viele Pigmente da drin sitzen. Man braucht echt nicht viel von diesen Ölfarben. Natürlich muss das Ganze jetzt noch trocknen, damit man es wirklich miteinander vergleichen kann. Und auf den ersten Blick sieht der Unterschied nicht allzu groß aus. Aber wenn wir dann hier mal ein bisschen ranzoomen, habe ich schon den Eindruck, dass hier das alles viel schöner miteinander verläuft. Bei den Farben von Abteilung 502 oder 502 oder wie auch immer. Während das hier sieht man richtig deutlich die Pinselstriche, die ich da gemacht habe, um das zu verblenden. Und ich habe mir genauso viel Mühe gegeben. Das hier hat wahrscheinlich sogar länger gedauert als das hier. Also hier sind die Farbübergänge viel sanfter, als sie es hier sind. Aber wie gesagt, das sollte man erstmal in Ruhe trocknen lassen, damit man abschließend wirklich was dazu sagen kann. So, jetzt im trockenen Zustand mal mit entschieden mehr Licht. Und ja. Hier oben die Billigölfarben, hier unten die teuren. Auch im trockenen Zustand ist der Unterschied sehr gering. Vielleicht bin ich damit ein bisschen zu viel Lösungsmittel dran. Das ist doch ziemlich viel wieder abgewaschen worden. Hier ist allgemein noch mehr übrig von der Ölfarbe. Und wie man auch im feuchten Zustand schon erkannt hat, hier ist es irgendwie streifiger. Man sieht mehr die Pinselstriche. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich da einen anderen Pinsel benutzt habe als hier. Ich glaube, hier habe ich tatsächlich mit dem Bossenpinsel gearbeitet und hier mit dem Haarpinsel. Ich zoome trotzdem mal ein bisschen näher ran. Hier dieser Effekt recht deutlich zu sehen. Und hier ein eher subtiler Effekt bei den Abteilung 502 Ölfarben. Aber als Fazit kann ich sagen, eigentlich lohnt sich das Geld wohl doch nicht so richtig. Es kommt auch noch ein paar weitere Versuche an. Also bei meinem Churchill 1 hatte ich den Eindruck, dass die Abteilung 502 Ölfarben viel, viel besser funktioniert haben als meine alten, als meine billigen. Aber vielleicht hat der Eindruck auch getäuscht. Tja, schwer zu sagen. Ich denke, da brauche ich noch einen weiteren Versuch und melde mich dann mit dem nochmal irgendwann in einem anderen Video. Aber da habt ihr zumindest erstmal einen Eindruck davon, dass man offenbar doch nicht unbedingt so viel Geld in die Hand nehmen muss für Ölfarben. Billig taucht offenbar ziemlich gut. Besser als ich selbst gedacht hätte. Alles klar, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.